Langenbrand, ein kleines Schwarzwalddorf, unsere Heimat. Der erste Blick von dieser Drohne fällt auf drei gewaltige Brücken, die diesen rührigen Ort zieren. Mitten im grünen Umfeld das Stadion. Oder besser gesagt, der idyllisch gelegene Sportplatz. So einfach und bescheiden diese Anlage auch anmutet, so wurden und werden immer noch beachtliche Erfolge auf dem Gebiet der Leichtathletik und des Rasenkraftsportes auf diesem Platz geschmiedet. Direkt daneben fließt die wildromantische Murg, ein kleines Flüsschen, das dem Tal den Namen gab. Doch die Idylle trügt. Aus diesem dahinplätschernden Wasserlauf kann bei Hochwasser ein reißender Fluss werden, der dann so viel Wasser führt wie der Rhein in Trockenzeiten. Hier die alte Holzmannwehranlage, die heute noch der Stromgewinnung dient. Dem Laufe der Murg folgend fällt der Blick von der Umgehungsbrücke aus gesehen auf den gepflegten Hinterhof der Gemeinde. Dank der Entbuschungsarbeiten einer Handvoll freiwilliger Helfer im Jahre 2016 erstrahlt diese Graslandschaft in der Murgwies wieder mit frischem Grün. Vorher war dieses Gebiet total zugewachsen. Durch diese Abholzaktion wurde das Ortsbild erheblich aufgewertet. Eigenwillig zeigt sich die Murg im weiteren Verlauf. Wie hier, im sogenannten Kessel, weit unterhalb des Friedhofes. Das Flüsschen hat hier einen großen Gumpen geschaffen. Einige Windungen weiter erhebt sich der Langenbrander Frosch aus dem Murgbett. Eine mächtige Skulptur aus Granit, die der stete Wasserlauf über Jahrtausende in die Form eines überdimensionalen Frosches geschliffen hat. Wir tauchen unter auf der Suche nach Lachs und Forellen in der Murg. Im Vorbacher Murgbereich werden wir fündig und ziehen einen großen Fisch an Land. Dieser ist sogar aus Stein gemeißelt. Ein Künstler aus Vorbach hat diesen witzigen Fisch aus einem Murgwacker geschlagen. Zu finden ist diese Skulptur im Bereich der Heppenau-Hütte.
Parallel zur Moik befinden sich die Gleise der Moiktalbahn. Einst fuhren auf dieser Strecke schnaufende Dampflokomotiven. Heute bedienen die Stadtbahnen aus Karlsruhe diese für die Region so wichtige Verkehrsader. Die Schienen dieser Gebirgsstrecke führen hier im mittleren Moiktal durch 10 Tunnels und über 5 Brücken. 3 dieser schönen Steinbrücken wurden im Zweiten Weltkrieg sinnlos gesprengt und später als Stahlkonstruktionen wieder aufgebaut. In Bogenform überspannt die Tennet-Schluchtbrücke das Tal. 185 Meter lang, 30 Meter hoch, wird sie von 9 gemauerten Bögen getragen. Eine technische Herausforderung in der Bauzeit um 1910. Dieses schöne Bauwerk entging als einzige große Brücke im Moiktal der Zerstörung am Ende des Zweiten Weltkrieges. Dank sei 2 mutigen Männern aus der Region, die den Befehl zur Sprengung verweigerten. Viele dieser für das Tal typische Heuhütten stehen heute in zugewachsener, verbuschter Landschaft. Nicht so in diesem Wiesental, unterhalb des Bernbronn. Dieses Gebiet wird von den Eigentümern, Vereinen und durch Tierbeweidung freigehalten und gepflegt. Früher sah es überall in der Region so idyllisch aus.
Nicht weit weg, am Ortsrand, strahlt diese gefällige Brunnenanlage in den schönsten Farben. Ein Hingucker. Errichtet und gepflegt wurde und wird diese ansehnliche Anlage von den Anwohnern im Oberdorf. Gleich neben dem Brunnen das alte Wasserreservoir. Bis 1953 wurde Langenbrand von diesem Hochbehälter aus mit Trinkwasser versorgt. Herrliche Aussichten bieten sich dem aktiven Wandersmann von den Anhöhen der Berge, die Langenbrand wie einen Kessel umschließen. Auf Augenhöhe mit dem Bergdorf, der Blick zum Nachbarort Wermersbach. Dieses etwas versteckt gelegene Blockhäuschen am Hutweg nennt sich Flohhütte und war früher ein Schutz- und Gerätebau für Holzfäller und Waldarbeiterinnen. Wir machen einen Schwenk in Richtung Reichenthal zum Dachsstein. Vom weit in das Molktal hineinragenden Dachssteinfelsen lässt sich fast das ganze mittlere Molktal überblicken. Sehr schön sind die in die Tälern eingebetteten Orte zu erkennen. In Richtung Süden reicht der Blick bis nach Langenbrand. Das Langenbrander Urgestein Gottfried Schaub alias Goldig, ein exzellenter Heimatkundler, lädt nun zu einem Gedichtvortrag über die Entstehungsgeschichte seines Heimatortes ein.
Heimat. Dieses Gedicht entstand 1935 von dem damals 66-jährigen Lukas Bauer aus dem Oberdorf. Erst waren's Köhlerhütten von Wölfen noch umkreist, als Fahrzeug kleine Schlitten, zu Fuß man nur verreist. Dann gab's die ersten Wege, bergauf, bergab im Tal, die Tanne war zum Stege, gewiss etwas zu schmal. Aus Köhler wurden Hirten, sie weiden Zieg und Kuh. Noch zählt sich voller Würden der Schweinehirt dazu. Man hat im kargen Felde gejätet und gebrannt, drum nannt man auch in Bälde die Siedlung Langenbrand. Die Schindeldächer schwinden, es kommt das Ziegeldach im Tale vorn und hinten für'n Stall und das Gemach. Doch wie die Zeiten schreiten, so ändert sich das Bild, bis Straß und Bahn durchschneiden das Tal, das einst zu wild. Auf Langenbrander Erde baut Holzmann auf sein Werk, viel Arbeit und Beschwerde, heut ist des Tales stärk. Doch nie gab's eine Lücke, nie ward das Bild gestört. Selbst Bahn mit kühner Brücke bringt Zierde und hat Wert. Willst Fremder voll genießen, des Dörfleins Zierde du, steig auf, bis es zu Füßen dir liegt in stiller Ruh. Gewiss, es kostet Hitze, manch Tropfen fällt dabei. Es lohnt sich, dass man schwitze, wenn Freude dir nur sei. Ein Fleckchen Heimaterde wirst du von oben sehen, vergessen die Beschwerde, voll Staunen wirst du stehen. Das Silberband vom Rheine glänzt dir im Abendlicht. Viel Schöneres, wie ich meine, gibt's in der Heimat nicht. Ich kann dir's nicht beschreiben, du musst es selber sehen. Es wird dies Bild dir bleiben, wird mit durchs Leben gehen. Du liebe deutsche Jugend, bleib dort ein Weilchen stehen. Du wirst der Väter Tugend in weiter Ferne sehen. Dieses Gedicht Heimat wurde 1935 von dem damals 66-jährigen Lukas Bauer getextet. Thank you.
Hier oben passt alles zusammen. Die alten Tannenwipfel nicken bedächtig und rauschen ein Lied vom stillen Glück, das in den Bergen wohnt und die Herzen beseligt.